Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play LA Noire. Und schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich habe mich beim letzten Mal geirrt. Wir müssen nicht zum Kunstmuseum, wir müssen erstmal in die Stadtbücherei, Ladies and Gentlemen. Go get him, Tiger. You'd slow me down anyway, old timer. So, mal gucken, wo hier. Wollte ich das? Das muss ja irgendeine Bedeutung haben, dass ich da hoch muss. Ich will einfach nur mal gucken, was da oben ist. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich rein muss oder ob ich hoch muss, aber irgendwie scheint es ja auch eine Bedeutung zu haben. Also ich meine. Ah, nee, das Spiel will mich einfach nur verwirren. Schade. Weil ich mal eine Polizeimarke hier oben. Das hätte man ja wenigstens sagen können, yeah, das hat sich gelohnt. Wow. Ist gar nicht so leicht, eine Regenrinne hochzuklettern, ja. Also ich meine, macht das bloß nicht, ja. Probiert das bitte nicht aus, ja. Aber ich habe mal gehört, das soll... Es ist auf jeden Fall nicht wie Stangenklettern. Also es soll gar nicht... Also da musst du schon sehr kräftig sein für... Also ich stelle mir das nicht einfach vor. Mensch, Alter, Leute, wo geht's denn hier rein, ey? Mann, Alter, das ist hier ein... Katze-und-Maus-Spiel gerade. Naja, Katze-und-Maus-Spiel. Nicht wirklich, also er ist eher hier Nadel im Heuhaufen suchen. Mann, Alter. Aber wenn das Spiel wenigstens mal so zeigen würde, wo du auch rein... Ja, guck mal, jetzt bin ich hier gefangen. Okay, Leute, kleiner Break. Bis gleich. So, Leute, mein Fehler. Ich wollte mich schon wieder drüber aufregen, warum das Spiel mich von einer Regenrinne spawnen lässt, ja? Und nicht vom Eingang der Bibliothek. Aber ich glaube, ich bin hier sogar richtig, weil der Rusty die ganze Zeit davor steht und dämlich guckt. Das muss ja quasi ein Hinweis sein, dass ich hier richtig bin. So, Rusty, der kommt hier nicht hoch. Der schafft das nicht mehr mit, auf seine alten Jahre. Oder er ist einfach nur zu faul, eins von beiden. Ja, scheint wohl auch nichts zu sein. Och Mensch, ey, Leute. Scheiß Dahlia-Mörder, der macht seine auch nicht einfach. Naja, ist auf jeden Fall richtig. Was geht das hier wieder los, Mann? Aber so ein Brett, Alter, das kann er mir nicht erzählen, dass er da so baumelt, ja? Ich meine, er ist vorhin über ein Seil geklettert, ja? Und fängt an bei so einem Brett, zu schwanken, ja. Also das kann er mir nicht erzählen. Wenn er über so ein Seil kommt, da kommt er doch über so ein Brett locker, ja. Also ich würde mir eher Sorgen machen, dass das Brett so quasi spannt, ja. Aber wenn das Brett stabil genug ist, da kommt man doch locker rüber. Also ich würde das nicht machen, ich habe Höhenangst. Aber wenn ich über ein Drahtseil, ja, balancieren kann, dann ist doch so ein Brett für mich easy peasy. Ihr versteht, was ich meine. Dann ist das doch, ja, im Vergleich zum Drahtseil ein einfaches Spiel. Ja, komm, yeah! Genau, so will ich dich holen, nicht anders. Oh, hier kommt da bestimmt gleich wieder eine Falle. Kracht da bestimmt hier gleich alles ein oder irgend sowas. Was ich aber sehr gut finde, weil es sorgt wirklich für Abwechslung. Naja, langsam bin ich ein richtiger Trapezkünstler. Step in the right direction. Yeah, Feuerwehr. Ich runterfallen, cool. War alles umsonst.
Weißt du, wenn ich jetzt... Nee, hier war ich noch nicht. An eine Leiter kann ich mich nicht erinnern. Also, an einen Treppleiter. Ui, ist aber schön hier. Schön, dass ich nicht reinkomme. Juhu. Hier ist auch zu. Oh, 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 oh. Da war doch unser Hinweis. Our Lady of Guadalupe. Antonias Medaillon. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Hm, das ist aber nicht der Filmset, oder? Welchen Ernst? Oh! What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Molar, Maldonado. And this gets out. We still have to find the guy, Rusty. Another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Da wäre ich nicht ganz so schlau draus, Leute. Um welchen einst der grause Tod gerinnt, begraben Symbole, die Zerstörung, Ruinen jetzt ermitteln, von Ruinen zur Zeit hier die Trümmer stolzer Städte, bewohnt von Völkern, die die Erde denkt, die Sterblichen waren aber menschlich nicht. Seht ihre ungeheuer Werke liegen in ihrer widrigen Gebein und Marmorbildern von ihren Hand und Häusern dort im Tempel gestalten, wo da ja, entweder das Kunstmuseum oder der Filmset, eins von beiden. Eins von beiden muss es sein, Leute. This guy's got a screw loose. Ja, toll, der Karre, Alter, die habe ich. Wo hat denn der Computer die Karre jetzt geparkt? I recognize that guy from the papers. He's a cop. You're the reason, brothers and sisters. Hey, there's such a thing as soap, you know. Ja, heute wirklich eine kleine Lauffolge hier, Leute. Ui, ui. Gucken wir mal. Kunstmuseum hatte ich gesagt, wa? Ja, da waren wir ja schon mal. Der hat beim letzten Mal auch so gut geklappt, aber. No rest, no fun, mein lieber Zuschauer. Oh, jetzt muss ich noch auf Rusty warten, ey. Das schleift immer so lange. Dann tue ich ihn schon. Komm, mach hinne, wir essen zeitig. Das ist nicht der Schnellste, unser Rusty. Aber er ist halt auch alt, wa? Banging up innocent men. The newspapers drove the crucified guy. They won't have time to wonder about us. Wie fährt ihr denn? We'll be okay, Rusty. As long as we catch the guy. I hope you're right. Be famous. Hm.
glaube, hier bin ich nicht richtig. Ach, vielleicht gibt er mir ja gleich wieder einen Tipp. Nee, leider nicht richtig. Weil sonst wäre schon eine Cutscene gekommen. Eine Cutscene. So, wo war der Filmset? Guck mal, man kann auch selber Nebenquests machen. You're behind the wheel. Okay, Leute, hier bin ich wohl auch falsch. Na gut, dann bis gleich, wa? So, neues Wahrzeichen entdeckt, Ladies and Gentlemen, und den Ort, wo wir hin müssen. My best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Very funny. Das ist ein blöder Arsch, dass der sich nicht die Hände schmutzig oder beziehungsweise in dem Fall die Füße schmutzig macht, ist klar. Arschloch. Bleibt wieder alles auf mich hängen. How you doing out there? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing. Whoa! Ich denke gerade an Batman. Ich warte die ganze Zeit, dass Banes mich runterreißt. Warum ich jetzt gerade an Batman denke, aber da musste man auch über so einen Retter laufen. Batman Arkham Asylum war das. You don't want to fall in now, Phelps. That's at the forefront of my thinking. Easy. Easy peasy. Und der Alter, der Rusty, der macht keinen Finger krumm. Keinen Finger. Aber dafür werden wir, denke ich mal, später befördert. Und Rusty, der bleibt immer da, wo er ist. Aber ich denke mal, der ist ganz glücklich in seiner Position. Cole nimmt natürlich, was er kriegen kann, oder? One of Teresa Tarleton's shoes. Ist ein Macher. Er will die Karriereleiter aufsteigen. So, unser nächster Hinweis, Ladies and Gentlemen. A sphere of
fear, which is as many thousand spheres. Okay, where to now? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, beim Kunstmuseum im Labyrinth war so ein Ball. What is it? An open-toed white shoe and another stanza from Apollo. Oh, I really thought that hobo bun did the Terrelson fraud. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. This thing over? It's all part of his power over us, making us run round all over the city for the crumbs he's leaving. So if we keep this up, we can find the guy? Rusty, der blöde Arsch, der hat bestimmt gewusst, dass da ein Boot ist, ja? So ein Sacktreter, ja? Arschloch, Rusty. Ich mag ihn nicht. Er ist, naja, ein bisschen anders, möchte ich mal meinen, ja? Er ist ein unsympathischer Dude halt, ja? So, jetzt gucke ich mal, Leute, wo das Kunstmuseum war. Kunstmuseum, und hier ist nämlich in der Mitte so ein Ball, und ich glaube, da müssen wir hin. Ich hoffe es. You can drive. Ich meine, ja. Rusty, er fährt wenigstens das Auto, er macht wenigstens etwas, ja. Ich lasse ihn fahren, sonst würde er gar nichts machen. Sonst würde er nur mal seine dummen Kommentare dazu geben. Und ich meine, er trägt nicht wirklich was dazu bei, ja, ja. Er ist ein komischer Dude. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. Ui. Na, da bin ich ja erstaunt. Kann ja doch mein Grips anstrengen. Ja, komm, Rusty, quatsch nicht und komm. Tu mal was Nützliches außer Autofahren. Autofahren kannst du wirklich gut im Moment, das muss ich dir lassen. Aber sonst trägst du wirklich nichts bei. Außer dumme Kommentare. What the hell? Yeah, Tomb Raider, Alter. Guck mal, das kannst du nicht, Rusty, ja? Zack! Oh, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, Alter. Doch ein sportlicher Dude. Yeah, Rusty, komm nochmal! Schau ich mal den mal ein bisschen rum hier, ha? Kann das doch! You ever been in here, Gavin? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. Boah, was für ein Arsch. Das ist ein... Ey. Rusty, ist das dein fucking Ernst? Komm, dafür springst du nochmal. Volle Schwein, du. Oh, ich bin Labyrinthe, Leute. Das wird lustig. Aber der Trick ist immer, sich rechts zu halten. Warte ich schon mal in so einem Labyrinth? Schön finde ich die ja, aber... Da Angst, ja. Ich war mal in so einem Spiegellabyrinth auf dem Weihnachtsmarkt, aber. Ah, hier ist eine Sackgasse. Aber ich hör's doch.
Okay, hier war ich schon. Hier ist die Sackgasse. Lauf ich diesmal hier lang. Ist auch eine Sackgasse. Was ist, wenn ich hier lang laufe? Ja, irgendwann findet man es aus Zufall. Ah! Once belonging to Celine Axford Henry. Der nächste Hinweis. Das kann ja jetzt nur der Filmset sein. Mann, ey, du musst hier aber immer die Texte komplett, ja? Sonst aktualisiert er das nicht. Altars, judgment seats. Ja, das ist definitiv jetzt der Filmset, no, oder? It couldn't be. Oh, muss ich hier wieder raus? Nee. See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? Ja Leute, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei LA Noir. Ich würde mich sehr über Liebe freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.